Hey Leute, es gibt was zu feiern. Um genau zu sein, gibt es einen Geburtstag zu feiern. Nicht mein, nein, nein. Aber dieser Kanal hier hat Geburtstag. Genau vor 5 Jahren habe ich den Kanal gegründet und ja, das ausgebaut, was dann letztendlich dieses Ars Analog hier sein sollte. Ein paar der alten Videos findet man noch. Und es ist gleichzeitig auch mein 100. öffentliches Video. Es gibt also wirklich mehrfach Grund zu feiern. Und ich dachte mir, ich gönne mir zur Feier des Tages einmal was. Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Dominik, das hier ist Ars Analog und das hier ist eine Leica 3A mit einem Elmer 50mm und einer Lichtstärke von 3,5. Die Recherche hat ergeben, dass diese Kamera tatsächlich aus dem Jahr 1938, also eine Vorkriegs-Leica ist. Und das heißt, die wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Wenn man mit so alter Technologie zu tun hat, die auch noch mehr oder weniger richtig funktioniert, ein paar Macken hat die Kamera, um ehrlich zu sein, aber das ist bei dem Alter. Wenn man annimmt, dass die wahrscheinlich die letzten Jahre nicht mehr gewartet worden ist, auch vollkommen verständlich. Wenn man mit so alter Technologie mein Mikrofon ist relativ neu im Vergleich und funktioniert schon nicht, hält nicht fest. Wenn man mit so alter Technologie zu tun hat, die noch funktioniert, man ihr begegnet und sie nicht nur als Dekoration in der Vitrine hat, drängt sich natürlich die Frage auf, warum man so eine Technologie, die einem ja nicht relativ wenig bietet, eigentlich fast gar nichts, abgesehen vom Entfernungsmesser, der ganz cool ist, wie relevant das Ganze überhaupt noch ist. Also warum sollte ich mit sowas fotografieren und nicht mit meiner vollautomatischen Spiegelreflexkamera, meiner Nikon 90X beispielsweise oder meiner Dynax und so weiter und so fort. Alles an dieser Kamera ist obsolet, ist durch andere Techniken und Ideen überholt worden und es hat Verbesserungen gegeben. Das ist wirklich noch eine Kamera, wie sie rudimentärer kaum sein konnte. Hier nochmal, wenn man vom Entfernungsmesser absieht. Zur Geschichte der Leica, also der Vorgänger und zu diesem Gerät, ist schon so viel erzählt und geschrieben worden, das möchte ich an der Stelle gar nicht nochmal holen, nicht nochmal erzählen. Hol das vielleicht irgendwie in einem separaten Video nochmal nach. Ich möchte aber ganz kurz darauf eingehen, dass tatsächlich diese Kamera den Grundstein gelegt hat für ganz, ganz viele Aspekte der Fotografie, wie sie auch heute noch gang und gäbe sind. Wenn ich sage, diese Kamera, schließe ich damit natürlich auch die Vorgänger ein, die Leica 2 und die Leica 1 und Leica Standard und so weiter und so fort. Denn abgesehen vom Entfernungsmesser sind die Kameras ja sehr ähnlich. Die Leica 3 ist ein klassisches Beispiel für Form follows Function. Also da ist nichts dran, was man nicht braucht. Das, was man braucht, ist relativ einfach und schlicht gehalten. Und dadurch hat das Ganze natürlich allein optisch schon eine gewisse Ästhetik, die die Jahre überdauert hat. Wenn man sich Kameras aus den 80ern anguckt, die sehr in Plastik gehalten sind, oder hier von Canon diese T70, T90, die haben eine Ästhetik, die sehr zeitgemäß war, die aber heutzutage wenig noch anspricht, wohingegen das Design hier tatsächlich von einer gewissen Eleganz zeugt. Aber Eleganz macht nun mal keine Fotos. Unterhalten wir uns also über die technische Finesse, die dahinter steckt. Was einfach ist, kann nicht einfach kaputt gehen.
Man kennt das vielleicht auch aus, wenn man ein eigenes Auto hat, mit ganz vielen technischen Spielereien, Sitzheizung und so, elektrischen Fensterheber. Das sind immer die Dinge, die als erstes kaputt gehen. Diese Kamera hat das alles nicht und ist deswegen auch so zuverlässig. Was sie hat, ist ein Objektiv, das man fokussieren kann, ein Sucher, eine Möglichkeit, die Zeit einzustellen, ein Filmtransport, der auch gleichzeitig den Verschluss spannt. Und einen Auslöser. Man hat in den Jahren sicher elegantere Methoden gefunden, um Film einzulegen. Das ist hier auch noch sehr rudimentär, ist aber auch sehr schlicht gehalten, um einfach die Kamera kleiner und kompakter zu haben. Also ist das Gerät aus technischen Aspekten schon sehr interessant. Ursprünglich wollte ich gar keine Leica haben. Ja, auf meinem Kanal ging es in den letzten Jahren auch viel darum, dass man nicht eine Leica braucht, keine Hasselblatt, keine super-duper tollen Sachen, sondern dass man auch mit einfachen Mitteln interessante Bilder machen kann und Momente festhalten und sich auch visuell ausdrücken kann. Und eigentlich ging es mir beim Kauf dieser Kamera erstmal nur um das Objektiv. Ich habe aber gemerkt, dass man so ein Elmar 50 mm 3,5 so etwa für 160, 170 Euro kriegen kann, wenn man Glück hat. Für 200 Euro habe ich ja direkt die Kamera mit Objektiv bekommen. Also da ein relativ geringer Aufpreis. Wenn man bedenkt, dass die Sorkis inzwischen auch super teuer geworden sind. Ich kann es kaum fassen. Diese Kamera, ich zeige sie hier nochmal, die ist ganz eindeutig, wie man an mehreren Ecken sehen kann, stark benutzt worden. Die hat sicher etliche Filme, wenn nicht hunderte Filme belichtet. Hier der Verschlussrad, Filmtransport ist abgegriffen, der Auslöser ist komplett abgewetzt, auch die Sucher, also da sieht man, da hat viel Berührung stattgefunden, da ist sind viele Finger drüber gegangen oder vielleicht auch nur ganz wenige Finger ganz häufig. Irgendjemand unter den Vorbesitzern, wie viele es auch gewesen sein mögen, war dieses Gerät unglaublich wichtig. Man kann also annehmen, dass in den 80 Jahren unglaublich viele Bilder damit gemacht worden sind, ganz viele wichtige Erlebnisse vielleicht damit festgehalten worden sind. Und wenn man bedenkt, aus welcher Zeit das Gerät stammt, ist das natürlich auch eine Zeit des Umbruchs in Deutschland gewesen. 38 und dann 39 mit Beginn des Krieges. Das heißt, diese Kamera wird wahrscheinlich, da die Geräte nicht für jeden erschwinglich waren, und vielleicht da bieten sich dann irgendwie so Szenarien oder Gedanken an, dass das vielleicht wirklich jemand gehört hat, der irgendwie Offizier war und dann irgendwie damit in den Krieg gezogen ist oder ähnliches. Das heißt, diese Kamera wird schöne Dinge aufgenommen haben, festgehalten haben, für die Ewigkeit gewandt, aber wahrscheinlich auch furchtbare Dinge, und ist somit selbst zu einem Zeitzeugen geworden. Und ich finde, das ist es, was die Quintessenz der Fotografie ausmacht, nämlich Momente festzuhalten und welches Equipment man dafür nutzt, ist eigentlich egal, denke ich. Da es aber hier um wirklich ein historisches Stück geht, ist das Teil der Vergangenheit dieser Kamera geworden. Sicher ist die Qualität der Optik und des Verschlusses nicht mit modernen Dingen vergleichbar. Davon muss man, ja, das muss man sich bewusst machen, um mit solchen Geräten auch heute noch Spaß haben zu können. Alles daran ist obsolet. Genauso wie eigentlich natürlich auch die analoge Fotografie heutzutage obsolet ist. Das spiegelt sich also in dem Gerät. Wenn man perfekte Bilder haben möchte, macht es heutzutage mit dem Fortschritt der digitalen Fotografie keinen Sinn mehr, auf Film zu fotografieren. Und diese Attitüde, auf Perfektion, auf Schnickschnack zu verzichten, spiegelt sich
unglaublich stark in einer Kamera wie dieser hier wieder. Ich bin fasziniert von dem Gerät. Wie gesagt, hier fehlt eine Schraube, das ist ein bisschen abgewetzt. Hier fehlt dieser Trichter. Ich habe sie schon benutzt und es macht Spaß, sie zu benutzen. Es bedarf natürlich ein bisschen Eingewöhnung. Aufgrund meiner Erfahrung mit der Sorki fiel mir das allerdings relativ leicht und es ging relativ gut. Mit der Belichtung, ja gut, sie hat kein Belichtungsmesser. Man muss also hier extern messen oder mit dem Handy oder so. Ist aber auch kein Problem. In jedem Fall ist die Nutzung dieser Kamera oder einer Kamera wie diesen ein ganz klares Statement. Und das habe ich auch von Passanten erfahren, die mich dann auf die Kamera ansprechen. Das ist ein ganz klares Statement, auf Schnickschnack zu verzichten, pure Fotografie erleben zu wollen. Und in dem Fall dieser Kamera tut man es dann mit einem historischen Gerät, das selbst quasi Zeitzeuge geworden ist. Und damit soll es für heute auch schon reichen. Eine umfangreiche Review, wo ich euch die Kamera im Detail zeige, kommt dann in den nächsten Tagen. In dieser Woche, aufgrund des Geburtstags des Kanals, wird es 5 Videos geben. Also heute, morgen, übermorgen und so weiter bis Sonntag. Insgesamt 5 Videos, die sich hier rund um Kamera und Objektiv drehen. Einfach damit das Thema nicht die nächsten Wochen blockiert. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Bitte liked, teilt und kommentiert, wenn euch das gefallen hat, wenn andere das sehen wollen und wenn ihr vielleicht selbst so eine Kamera habt oder haben wollt und noch andere Gedanken dazu habt. Außerdem danke ich an dieser Stelle recht herzlich den Sponsoren dieses Kanals. Ich danke euch. Ohne euch wäre dieser Kanal hier auch nicht möglich. Natürlich habt ihr zum Teil das gute Stück hier mitfinanziert. Wenn du noch kein Sponsor des Kanals bist, findest du Informationen dazu hier oben irgendwo und unten in der Videobeschreibung. Ansonsten verbleibe ich so. Wir sehen uns morgen und bis dahin sage ich ciao. Bye, have a great time.